So, hier ist wieder Kip Supernova mit Splatoon 3 und ich will euch heute mal den Dreifarbenkampf zeigen, den ich im Splatfest Aliens Nessie Bigfoot zum Besten gegeben habe. Und ja, also es ist eigentlich relativ einfach. Ihr habt es ja gerade gesehen, man muss einfach den Dreifarbenkampf auswählen und dann kann es schon losgehen. Wir splitten hier noch ein bisschen in der Lobby rum. Ich will eigentlich bloß meinen Krampanzer zeigen, ja. Nee. Ja, was gibt's zu sagen zum Splatfest, bevor es losgeht? Die Wartezeit bis zum Dreifarbenkampf. Habe ich ja schon gesagt, ich war nicht ganz so glücklich mit dem Splatfest. Nicht wegen dem Thema. Das Thema ist unglaublich toll. Aber ich war an dem Wochenende halt ziemlich platt, weil ich konnte nicht das ganze Wochenende spielen und hatte dann nur noch einen Sonntag. Und ihr wisst ja, was auf den Sonntag folgt. Auf den Sonntag folgt halt eben ein Montag. Und das ist dann immer so ein bisschen ärgerlich, wenn man gerne das Splatfest ein bisschen ausnutzen will, auskosten will. Und dann man aber dann genau weiß, ach Gott, ich muss ja morgen wieder früh aufstehen und arbeiten gehen und flipapo und tralala. Und ich kann nicht bis zum Ende dabei sein und das ein bisschen auskosten. Sich jetzt wegen dem Splatfest extra freizunehmen montags, wäre jetzt auch ein bisschen übertrieben. Aber gut, was soll's. Ich habe mein Bestes gegeben und wir kommen in die Runde. Dreifarbenkampf. Und sichere das Signal zum Färben. Ja, das ist ein bisschen schnell. So. Oh, es sind lauter Aliens jetzt im Start. Ja, cool, cool, cool. Ich rufe deswegen cool, weil ich freue mich. Man kommt, also ich zumindest, bin bisher sehr selten in einen Dreifarbenkampf reingekommen. Da fällt mir ein, man kann ja auch in Anführungszeichen normalen Spiel einen Dreifarbenkampf auswählen. Das könnte ich ja auch mal bei Gelegenheit machen. Das ist eigentlich sehr simpel. Man muss eigentlich nichts anderes machen wie sonst auch. Einfach einfärben und sich nicht wegsplatten lassen. Bloß, dass man das halt eben zu dritt macht. Und das Team in der Mitte, die sind zu viert und die anderen zwei, die sind jeweils zu zweit. Also auch, man ist eigentlich auch zu viert, aber man kämpft eben irgendwie, glaube ich, gegen die anderen, irgendwie mit den anderen zusammen. Oder, ach, ich habe keine Ahnung, jetzt bin ich auch von Grün weggesplattet worden, glaube ich. Ich habe es auch noch nicht so richtig begriffen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber im Zweifelfall einfach einfärben. Ja, einfach einfärben. Die Prozente, die zählen trotzdem. Natürlich wäre ich weggesplattet, wenn ich mein von Cupcakes, wenn ich meinen Krabbenpanzer aktivieren wollte. Ne? Das ist ja klar. Dieses Signal da in der Mitte, das, was da so leuchtet, das kann man irgendwie auch erobern und dann wird irgendwie was mehr eingefärbt oder irgendwie so, keine Ahnung. Und da wäre irgendwie jetzt der Highhammer. Die bessere Ulti-Waffe. Fällt mir gerade auf. Weil mit dem Krabbenpanzer kann man halt echt wenig ausrichten, weil da schon ziemlich eng zur Sache geht. Eng zur Sache geht. Ich hab's. Und was jetzt? Jetzt irgendwie. Ja, nicht mein Krabbenpanzer. Och, Menno. Oh, Aki. Was machst du denn? Aber das Grün war eine sehr schöne Farbe. Ja, muss man auch mal zugeben. Ja, hier spielen übrigens alle drei Splatfest-Farben, sehe ich gerade. Also das Violett von Alien, dann Grün, Nessie und das Orange von Team Bigfoot. Und ja, im Zweifelsfall einfach einfärben, weil am Ende zählen ja die eingefärbten Flächen. Auch beim Dreifarbenkampf. Also das ist jetzt nicht so wie zum Beispiel bei Operation Goldfisch oder so. Dass man da irgendwie was ganz Spezielles machen muss. Letztendlich geht es ums Einfärben. Aber egal, wo ich bin, immer ist jemand hinter mir. Das ist ein bisschen unfair. Ich glaube, ich habe alle gegen mich. Sind wir hier nur zu zweit gegen 2, 4, 6 anderen Spielern? Oder irgendwie haben sie so das Gefühl. Also ich werde von Grün und ich werde von Orange weggesplattet. Das ist schon ein bisschen komisch. Es ist ja klar, dass die dann einen Vorteil haben. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, oder habe ich es nicht verstanden?
So. Moment, ich muss noch die. Ja, verloren. War ja auch ganz klar, weil wir sind ja ständig weggesplattet worden. Jetzt weiß ich aber nicht, welches Team. Ist das dann Team Bigfoot oder war das jetzt. Also irgendwie habe ich es nicht richtig verstanden, weil vorhin ja auch Team Alien eingeblendet war. Also wer jetzt erwartet hat, oh, hier erklärt Kip uns jetzt den Dreifarbenkampf, den muss ich leider enttäuschen. Nee, ich glaube, wir haben tatsächlich gegen. Ich glaube, wir haben alle gegeneinander gekämpft, weil irgendwie hatte ich den Eindruck, ich wurde sowohl von Grün wie auch von. Aber Grün hat auch verloren. Irgendwie komisch. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin sowohl von Grün wie auch von Orange weggesplattet worden. Oh, komisch. Das ist der Dreifarbenkampf, der ist irgendwie. Also den verstehe ich immer noch nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, dann wird er halt eben eingefärbt. Nach Gusto. So, wir versuchen in der nächsten Runde Dreifarbenkampf reinzukommen. Olle Kalle Alien-Fan bin ich hier gewesen. Ja. Also für alle, die jetzt nicht, wo jetzt denken, hä, Splatfest ist schon vorbei, das ist natürlich eine Aufzeichnung. Splatfest eignet sich am allerbesten für Livestreams, aber technisch bisher nicht möglich. Weil wegen HDMI-Kabeleingang, was weiß ich. Deswegen, ich zeige, also alles, was ich auf der Switch spiele, zeichne ich ganz normal auf und kommentiere es dann einfach nochmal im Nachgang. Die Switch hat auch ein Mikrofon, aber das ist irgendwie, dann hört man mich nur babbeln und man sieht den Kip-Avatar nicht. Und so, Verteidiger. Ah, gut, man muss verteidigen und möglichst viel einfärben. Ah, gut. Okay, dann hat man auch die anderen Farben. Und das sind alles Team Aliens. Also, jetzt habe ich das verstanden. Wir sind alle Aliens. Und egal, ob wir gewinnen oder verlieren, es hat keinen Einfluss auf die Punkte dann im vom Splatfest. Und jetzt haben wir auch mal andere Farbe, nämlich Orange. Das war bei diesem Splatfest die Farbe von Team Bigfoot. Ah, okay. Gut, also einfach einfärben und Feuer frei. Und ich habe. Oh, ich habe mir am Krabbenpanzer sogar jetzt einen auf nächster Nähe erwischt. Sehr schön. So, also da ist jetzt die Aufgabe, diese Farbenrakete hier zu verteidigen und nicht zu erobern. Okay. Ah, weil wir jetzt mehr sind. Und die, wo mehr sind, die verteidigen und die anderen zwei kleineren Grüppchen, die müssen, Teamchen, die müssen. Erobern. Ah, okay. Aber letztendlich zählen doch die eingefärbten Punkte. Dann jetzt sieht's für uns jetzt momentan ziemlich gut aus. Jups, auch ein Splatkill weggeholt. So, ja. Das geht so schnell. Das geht so schnell. Ja, vor allem beim Splatfest habe ich gemerkt, schenkt man sich wirklich nichts. Ich habe ja gestern ein paar Runden in Anführungszeichen normal gespielt und habe von, oh, wie viel waren das? 10 Runden, 20 Runden, keine Ahnung. Aber ich habe da nur 2 Runden verloren, ansonsten alle gewonnen, richtig, richtig gut und habe es nicht aufgezeichnet. Also das ist jetzt leider nicht zu sehen. Auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite, ja, meine Güte. Da ist mir aufgefallen, ich habe mit Handheld gespielt und ich habe einen großen Bildschirm, also mobil gespielt und ich habe einen großen Bildschirm, weil ich habe nebenbei noch was geguckt und da hat es recht gut geklappt dann komischerweise. Manchmal, na, ich falle natürlich wieder in den Schacht rein, manchmal klappt es ganz gut und manchmal gibt es wieder Tage, da verliert man nur, was schade ist, aber das ist nun mal so, es ist ja ein Spiel. Ah, die haben das jetzt erobert. Und wenn man jetzt die Fläche unten drunter wieder einfärbt, dann kann man es wieder zurückerobern. Ja, okay, gut. So, der Vorteil vom Grabenpanzer ist, man kann nicht nur so Bomben schießen, sondern halt auch richtig, richtig, richtig weit splatten. Das ist halt, aber es ist halt eine Distanzwaffe, Multiwaffe.
Nicht Nahkampf. Habe ich das richtig gesagt? Distanz, Nahkampf? Also, man kann es nur, wenn man irgendwie weit weg. So, das Team Violett hat jetzt aufgeholt und das schaffen wir nicht mehr, leider. Schade. Das war's. Oh ja, oh ja. Oder? Nee. Leider nicht geschafft. Aber es bleibt in der Familie, wie man so schön sagt. Und hier sind die tollen Emotes-Moves. Und ja, der ganz rechts da. Den Move, den hätte ich gerne. Das ist der typische. Das ist meiner Meinung nach der typische Keep-Move. Keep-Emote. Den kriege ich auch noch. Ja, Gasmaskenstaffel. Geht weiter. Vor allem, die sich jetzt wundern, warum steht da Gasmaskenstaffel. Oh, und wir sind aufgestiegen, jawohl. Weil die Gasmaske zurück ist. So, wir nehmen mal die Airbrush MG oder MZ und warten auf den nächsten Dreikampf. Drei-Farbenkampf. Wenn er denn hoffentlich stattfindet, weil die Farbe, diese Waffe ist doch, finde ich, ein bisschen stärker. Und wir haben den Hammerhai. Hi Hammer, so rum. Oh, ich sag's immer verkehrt rum. Und der ist schon richtig gut als Distanz-Ulti. Und sieht natürlich auch cool aus und färbt natürlich auch ordentlich was ein. So, kriegen wir noch eine Runde Drei-Farben-Kampf? Oder nicht? Also, alle guten Dinge sind drei. Zwei haben wir jetzt schon verloren. Die dritte müsste doch jetzt noch drin sein. Die dritte Runde. Dritte Runde. Drei Farben. Drei, drei, drei. Na, jetzt aber. Machen wir den Splatbird mal an. Das schafft nur Kip, den vom Splatbot in der Lobby weggesplattet zu werden. Und beim Respawn direkt vorne dran. Oh, es wurden nicht genug Mitspieler für den Dreifarbenkampf gefunden. Schade, schade, schade. Dabei waren, jetzt waren es nur zwei. Oh, Team Nessie hat soeben einen 333-Kampf gewonnen. Na toll. Na, nee, ja, also nochmal eine ganz normale Runde. Splatfest ist ja schon gelaufen. Und los geht's. Dritte und letzte Runde für dieses Video. Und im nächsten Video werde ich dann noch ein paar Spielhighlights zeigen und dann das Endergebnis. Das wisst ihr ja eigentlich schon, aber bestimmt, ja. Aber es ist halt hier nur für die Akten. Ich habe ja schon erklärt, warum ich diese Videos mache. Ich mache es jetzt nicht, dass jetzt da irgendwie mega Klicks kommen und weiß der Kuckuck was, sondern ist es jetzt, hä? Bin ich jetzt wieder rausgeflogen oder was war da jetzt? Sondern es ist ja eher so eine Erinnerung für mich, weil ich ja früher sehr, wie ich noch viel früher gespielt habe, wie ich nämlich früher gespielt habe, wo es noch nicht so Internet gab und so alles und wo es auch noch nicht so möglich war, die Spiele aufzuzeichnen, das muss man auch dazu sagen. Da haben wir stellenweise mega epische Spiele und Spielerlebnisse und ist aber alles weg. So, jetzt endlich der Kampf beginnt. Ist aber alles weg und das ist jetzt sowas wie ein Erinnerungsalbum. So. Revierkampf. Ganz normal Aliens gegen Nessie. Ich glaube, ich habe in dem ganzen Splatfest vielleicht zweimal gegen die Bigfoots gekämpft. Was mir auffällt, ist, dass die Teams von Mantaro, also von den Mantarochen, ja, dass das immer die am schwächsten besetzten sind. Kann das sein? Wobei das letzte Mal von Team Schokolade, ich glaube, ich meine, ich hatte weiße Schokolade. Das war doch Mantaro, sein Team. Ich weiß es gar nicht mehr. Und das hat dann sogar gewonnen. So. Oh, wir sind schon in Gefahr. Aber, mich hat jemand auf die Idee gebracht, dieses Nessie gegen das Aliens, also Dinos versus Aliens oder umgekehrt, das wäre noch ein toller Filmtitel. So wie, Aliens versus Cowboys oder wie das
oder Dinos versus Cowboys. Ja, Aliens versus Cowboys gibt's ja. So, da springen wir jetzt mitten rein. So. Aber Dinos versus Aliens oder umgekehrt Aliens versus Dinos, das fehlt eigentlich noch. Gibt's vielleicht auch schon irgendwo, aber das klingt nach einem tollen, entweder nach einem absoluten Blockbuster oder nach einem absoluten Schläferz-Asylum-Kracher, ja. So richtig was fürs Herz. So ein richtiger Männerfilm, ja. Aliens. Dinos. Ja. So ein richtiger Männerfilm, wo Männer noch schießen dürfen und fluchen dürfen und wo es auch richtig zur Sache geht und wo man nicht die Probleme mit dem Gegner ausdiskutiert, um eine gemeinsame Lösung zu finden, sondern wo es auch noch mal richtig auf die Mütze gibt. Ich glaube, also danach dürstet es einem so manchen bestimmt, mir vor allem zumindest, weil sowohl die Filme wie auch Serien und was hast du nicht alles gesehen. Entweder sie driften in etwas extrem Düsteres ab, so wie zum Beispiel die Batman-Filme, die neuen, wo es nur noch düster zur Sache geht, oder die neuen Star Trek-Sachen, wo man Captain Picard am liebsten eine Taschenlampe geben würde. Siehst du überhaupt noch was? Hier ist ja alles dunkel und düster und auch die Story düster und düstere Geheimnisse. Warum nicht mal wieder mal so ein richtiges Oldschool-Ding, wo einfach nur ein Held ballert und kämpft und die Welt rettet? Das würde mir gefallen. Ein typischer James Bond, wo der Supergangster in seinem Elfenbeinturm sitzt, seine weiße Katze streichelt und irgendeine Schweinerei vorhat und zum Schluss gibt es dann die riesen Action-Globerei und die Welt wird gerettet. Das vermisse ich. Keine tiefgründige Story, kein persönliches Familiendrama oder so. Das würde mir gefallen. So, oh, wir sind schon am Ende. Haben wir die Runde gewonnen oder verloren? Ich glaube eher nicht. In diesem Film haben die Dinos gewonnen. Ja, da posieren sie toll, super, ja, ja. Manon bewegt sich wie ein steifer Roboter. Naja, dann soll es das für heute auch gewesen sein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Splatoon 3. Und wo dann auch das Endergebnis verkündet wird mit ein paar Spiel-Splat-Highlights. Und wir gucken uns vielleicht die Spinde von den anderen Spielern an. Also seid gespannt. Keep Supernova over and out.